Ich sag immer, es ist meine Heimat, aber es ist der Ort, an dem ich am wenigsten verstanden werde. Ich war wirklich in der Schule der, der so heimlich Hip-Hop im MP3-Player hatte. Ja, das hörst du doch ironisch. Ich so, nein, das ist überkrass. Dann kam Crow und dann war es auf der Schule dann salonfähig. Also ich bin halt immer durch die Welt gegangen und wenn ich irgendwas schön gefunden habe, war ich so, warum finde ich es schön, warum finde ich es krass. Ich höre Stiebers das erste Mal 2020, 2021, höre die Produktion, höre die Art, wie die rappen und ich bin einfach gestorben. Ich war so, oh mein Gott, wie krass ist das? Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen angepiekst, wenn irgendwie Leute dann so, ja, ich finde das geil, Mann, endlich wieder so wie früher, endlich wieder echter Rap. So, Dicker, nee, so hat es nie geklungen. Jedenfalls ist das der Anspruch, den ich habe. Chindi meinte damals zu mir, ey, das, wofür du mich feierst, feiern mich 5% der Leute. Die sehen das nicht. Alles, was ich mache, ist ein Insider. Ja. Eigentlich. Ja. Und da habe ich dann halt auch zum ersten Mal bei dem Album stellenweise versucht, mal rauszugehen. Wir haben diesen Song einfach live über das FOH gemischt. Habe ich halt gelernt jetzt mit diesem Album, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Über gut gemachte Hip-Hop-Musik in Deutschland weiß ich streng genommen nichts. Schön, dass ich hier sein darf, aber wo bin ich zur Hölle? In Bärencampen Minden. Es ist Minden, aber es ist quasi so, das ist, wir gehen da gleich lang. Es ist so eine Schneise, die durch Minden geschlagen wurde. Ja. Wir gehen gleich einmal kurz die Schleife über unseren alten Innenhof. Das hier war meine letzte Station, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und es ist, Minden ist halt eine 80.000 oder 90.000 Mann Kleinstadt, die super langweilig und spießig ist, gefühlt. Ja, und ehrlicherweise, das ist schon ziemlich trist hier gerade, ohne dir nahe treten zu wollen. Nein, genau. Und ist es eigentlich nicht. Also du hast hier ganz viele krasse Einfamilienhaus, Reihenhaus, Siedlungen und bla 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 bla. Und das hier ist quasi so zusammen mit Rodenbeck zusammen. Das sind Bärencampen und Rodenbeck sind so die beiden Problemviertel in Anführungsstrichen. Die haben ja. Sie quasi einmal so eine Schneise reingeschlagen, haben das jetzt auch schon schicker gemacht. Vor 2 Jahren sah das noch ein bisschen weirder aus hier. Ja, stimmt, die Häuser haben ein bisschen Farbe gekriegt. Richtig, genau. Und quasi so ein bisschen der soziale Brennpunkt in Anführungsstrichen, zumindest immer als das verschrien. Aber ich habe mich hier halt so wohl gefühlt wie in keiner Station in Minden. Ich bin, glaube ich, 7-mal umgezogen innerhalb der Stadt. Ja. Und hier ist es, hier ist es ein bisschen geiler, finde ich. Bist du eigentlich stolzer Mindener? Weil auf dem Album, wir sind ja hier, weil du ein Album rausbringst, das weiß ja dann jeder, reden wir auch noch genug drüber. Aber an einer Stelle rappst du auch so eine Zeile irgendwas mit, wie fahren mit dem Auto aus der Stadt, in die ich nicht hingehöre, irgendwie so. Genau, ja, das meintest du damit Minden? Ich meinte damit Minden, genau. Ich habe, das ist Daddy Issues, der genau. Song. Und den Song habe ich auch tatsächlich, also der Song fängt auch so an. Ich habe den Heiligabend geschrieben, als ich hier quasi zu Besuch war, Family and Friends besuchen. Und ey, ich sag immer, es ist meine Heimat, aber es ist der Ort, an dem ich am wenigsten verstanden werde. Das ist übrigens unser alter Balkon. Und gleich abgesperrt hier mit der Bienenwiese. Ja, genau. Nee, hier haben wir im Erdgeschoss gewohnt. Wer ist wir? Freundin. Ah, okay. Und dann nach Berlin gejettet, ja, quasi. Ja, nee, ich fühle mich hier super unverstanden, leider. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich meine Heimat. So. Und hier kannst du, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es ist auf jeden Fall so, wenn du halt irgendwie hier groß wirst und irgendwie Träume hast und irgendwie abseits von, ich mach Abi, mach meinen Bachelor und geh dann in maximal 100 Kilometer Entfernung studieren, Bausparvertrag, zurückziehen, Häuschen bauen, Familie gründen. Herzlich willkommen in Minden. Das kannst du halt hier so, aber ja. Ja, ist auf jeden Fall nicht so, wir können hier auch noch so eine Schleife gehen, wenn wir wollen. Geh mal da rein. Geh kurz die 3 Schritte, dann positionier dich gut. Genau. Und hier ist aber tatsächlich der Ort, wo irgendwie auch so, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, weil hier war, wie gesagt, hier ist es ein bisschen mehr Gadda. Hier gucken die Leute nicht so darauf, was ziehst du an, wie siehst du aus, entsprichst du der Norm und so. Ich habe auf dem Album ja auch so eine Passage, wo es nur darum geht, dass ich mir Air Force Ones ersparen wollte in der Mittelstufe, in der 7. Ja. Klasse. Und die anderen hatten alle so Ralph Lauren, bla bla, aber das dumme Ralph Lauren, ja. Nicht das coole, nicht das Mayhem Lauren Ralph Lauren. Und ich spare mir dann diese Air Force und ich komme dann in die, hier ist unser Innenhof. Ich komme dann in die Klasse und dann heißt es so, ja, du siehst aus wie ein Zahnarzt, warum hast du diese Schuhe an? Und es war für mich ein bisschen Sinnbild dafür. Ey, was daran insgesamt ganz interessant ist, also überall in Deutschland kann es Momente geben, wo du schwere Kindheiten hast. Die kann wirtschaftlich sein, das kann durch Familiensituationen sein. Jetzt wirkt, wie du schon sagst, dieser ganze Ort recht beschaulich eigentlich. Aber natürlich auch an manchen Stellen mal mehr, mal weniger beschaulich. Er fängt an, den Rasen zu mähen, deswegen gehen wir 3 Meter weiter. Perfekt. Das heißt, das Gebiet wird gepflegt, das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Jetzt ist deine Vita
Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man ja auch schon, weil hast du ja ein paar Mal was darüber auch schon erzählt. Aber schon eher die von einem Jungen in einer Stadt mit der frühen, offen auch ausgetragenen Situation. Da kommen auch noch dazu, Daddy Issues, das ist eine andere Line, die ich sehr, sehr stark finde. Mit getrennten Eltern, das heißt mit früh in seiner Jugend auch alleine gelassen, ja. Aber schon halt nicht am Rande oder am Abkacken in der Gesellschaft, sondern eher in einer Situation, wo du andere Träume hattest als das, was um dich rum passiert ist. Auf jeden Fall. Hast du dich immer als Alien gefühlt in dieser Stadt, weil du der Einzige warst, der einen Hip-Hop-Film hatte? Anfangs auf jeden Fall. Ja. So lange, bis ich dann irgendwann so Mittelstufe, Oberstufe, weiß ich nicht, war. Und ich dann quasi meine älteren Freunde, ich bin Skateboarder gewesen, super lange dann, und bin halt immer skaten gewesen und hatte halt Freunde, die teilweise 10 Jahre älter waren als ich, also die habe ich immer noch. Ja. Und die haben mich dann halt mal so, auch aus anderen sozialen, also auch aus von anderen Schulen und nicht vom städtischen Gymnasium, wo ich ja quasi hingeschmissen wurde, so. Und die haben mich dann in so eine Hip-Hop-Welt, also die haben mich darin bestätigt. Ich war wirklich in der Schule der so heimlich Hip-Hop im MP3-Player hatte. Und wir reden da von den 2000ern irgendwas, also es war schon da. Ey, als Kollege um die Ecke kam, war das alles noch ironisch. Ich bin zur Schule gegangen, als Ich nehme dir alles weg von Hafti rauskam. Ich bin zur Schule gegangen, ich dachte so, boah, Hip-Hop ist so geil, Hafti, Alter. Ja, das hörst du doch ironisch. Ich so, nein, das ist überkrass. Na, pff, kannst du denn Kollege und Haftbefehl, also das ist ja alles richtiger Müll. Das ist ja dann kam Crow und dann war es auf der Schule dann salonfähig. Ja, ich stelle mir richtig vor, wie die Leute um dich rum ausgesehen haben und was sie gefunden haben. Und dann bist du schon so ein bisschen der Alien in diesem Umfeld. Safe. War das auch ein Grund, warum du dich so exzessiv da reingestürzt hast, oder ist das dein Wesen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist mein Wesen. Ich habe damals, also es fing halt an, also diese Hip-Hop-Tür wurde für mich aufgemacht, als 8 Mile rauskam. Aha. Mein Vater, damals meine Eltern noch zusammen, mein Vater hat die 8 Mile DVD mit nach Hause gebracht und für mich war so, also wirklich, mir ist der Kopf geplatzt einfach. Ey, kann ich aber verstehen, selbst ich muss sagen, und ich bin da ja auf dieser Achse dann so mittendrin gewesen, dieser Film, der hat ja schon so das Gefühl gegeben von, lass uns mal alle gemeinsam nach Detroit, wo auch immer diese 8 Mile ist. Ich bin da, wir finden diesen Laden, wir gehen da rein. Unfassbar. Egal, ob sie uns gleich wieder rausschmeißen. Und mein Dad hatte halt auch Eminem-Show zu Hause liegen. Ja. Und ich sehe mich halt mit 10 Jahren, also ich glaube, es ist mein Wesen, ich sehe mich dann mit 10 Jahren Booklet-Texte mit einem Wörterbuch übersetzen, weil ich noch kein Englisch konnte und so gut und so. Und du hast wirklich niemanden so um dich rum gespürt, der ähnliche... Nein. Erst als ich dann wirklich meinen älteren Freundeskreis kennengelernt habe, die dann auch, und das war dann halt nochmal eine komplett andere Tür, weil die kamen dann mit Dirty South, 36 Mafia, Jedi Mind Tricks, so, die kamen dann mit den Baba Sparks Deep und Shit. So. Also wirklich, wo du so, okay, was macht denn das für eine Tür auf? So. Ja. Genau, das kam wirklich erst da. Und wirklich mit, lass mich nicht lügen, 20. Gefühlt. Also wirklich sehr, sehr spät. Und vorher war ich zum größten Teil alleine. Es ist ja schon so, und das ist ganz lustig, mit Team, mit Bong und mit Jason hatten wir im Auto auch so kleine Diskussionen darüber, wie man eigentlich durch die Pubertät kommt. Und du rappst auf dem Metronom-Song mit einem, wie ich übrigens finde, überragenden Part. Erstmal dafür, ne? Rein so ignorant, dass ich gleich wieder rausgehe. Und, und diese, also da ist auch diese Zeile mit Rap so selbstbewusst, als wäre ich 13. Ja. Guck mal, das müssen wir ganz kurz für uns hier klären. Meinst du damit, was sehr selbstbewusst oder absolut? Nee, sowohl als auch tatsächlich, weil mit 13... Ha! Leute, seht ihr? Ja, war ja gut. Mit 13, das war mein Schutzschild, diese Selbstbewusstheit. Ja, okay, das war natürlich. Einfach so, ich war mit 13 waren meine Eltern mitten im Scheidungskrieg, es war alles komplett furchtbar und mit 13 kam dann das erste Mal Deutschrap. Mit 13 kam innerhalb von 2 Wochen Abstand in meinen Kassetten oder in meinen CD-Player Sinnflug von Curse und Maske von Sido. Und da habe ich mir, ich bin mit so einer Brust rausgegangen, als ich das für mich entdeckt habe. So, da ist jemand, der eine kommt hier aus der Gegend. Der kommt auch noch aus der Gegend. Der kommt auch noch hier aus der Gegend. Kannte ich vorher, hatte ich gar nicht auf dem Schirm so richtig. Der kommt hier aus der Gegend. Der hat ein bisschen was im Kopf. Der ist irgendwie genauso komisch verkorkst, verkopft, was Hip-Hop angeht, wie ich. Und dann kommt dieser Typ mit der silbernen Maske aus dem Block, der genau die gleichen sozialen Probleme hat wie ich. Und ich war so, okay, ich habe ein Zuhause gefunden. Also so pathetisch das klingt, ich habe mich einfach gefühlt, als wäre ich zu Hause. Zum ersten Mal. Und dann bist du scheinbar, Don, aber auch jemand, und das ist ja bis heute so, also ganz ehrlich, ich habe eben diese Szene gehabt, als wir bei Tony von den Hitlers waren und da läuft irgendein
US-Rap-Video, was Alchemist versus Larry June Beat Battle. Ja, siehst du, dankeschön. Ja. Und ich denke mir so, ja, vielleicht habe ich das mal gesehen. Aber ihr habt beide so gewirkt, als ob ihr das schon 20 Mal gesehen habt. Ja, es kommt hin. Ja, es kommt hin. Und das ist ja, dass man nerdig ist, ist die eine Sache. Aber diese Welt, sich darin finden, diesen Schutzpanzer aufbauen, ja. War das nur Schutzpanzer oder hast du auch irgendwann gemerkt, dass das schafft Identität? Das weiß ich gar nicht. Es war Schutzpanzer und Trotz. Also dann halt irgendwie zu sagen, okay, ich gehe zu Kick kaufen für 2 Euro weiße XXL-T-Shirts so und mal die noch irgendwie an oder so. Identitätsschaffend war es am Anfang nicht, sondern es war wirklich so ein Anti-Sein um jeden Preis. Es war quasi meine Form von Punk eigentlich. Ja. So. Also ich war eigentlich in mir drin super unselbstbewusst und hatte so das Gefühl von, gut, ich werde hier eh nicht angenommen, akzeptiert als, also ich kann hier eh nicht mitspielen auf diesem Level von Ralph Lauren, Polohemden, Lamy-Füller und so, sondern ich bin halt Kugelschreiber, College-Block und keine Ahnung, Dockers-Schuhe oder was es war, ja. So, oder Airwalks und das war eigentlich eher Schutzpanzer. So. Aber dann ist das hier der Ort, in dem man mit stolzen XXL-T-Shirt tragen konnte, weil hier alle waren cool damit. Ey, wir haben vorhin mit Toni drüber geredet. Irgendwo hier in der Straße haben Italo Reno, Germany und Rico von den Hitnappers in ein und derselben Wohnung gewohnt. Also nacheinander. Also hier ist, also Minden-Hip-Hop ist eigentlich genau hier. Ey, lass uns da aber über Minden-Hip-Hop mal reden. Ich weiß nicht, wollen wir weitergehen? Ja, gerne. Okay, lass uns da aber mal über Minden-Hip-Hop reden. Denn der eine Satz hat mich eben stutzig gemacht. Du kriegst irgendwann Ende der ersten 2000er, ja. Offensichtlich eine Curse-Verbindung hin für dich. Ja, so Mitte. Das war so 2006 so. Ja, okay. Wie zur Hölle kann man, wenn man aus Minden kommt und irgendwie Hip-Hop-Verbindung hat, nicht wissen, dass das der scheiß Bürgermeister deiner Stadt ist? Die Antwort wirst du so lieben. Kann ich dir genau sagen. Wenn du ein Kind bist, ne? Ja. Und deine Eltern hören so Mucke und bla und das, was deine Eltern cool finden, findest du ja per se jetzt nicht so geil. Aus Anti-Haltung. So kommt er. Okay. Jetzt pass auf, mein Vater hatte einen Telekommunikationsladen und hat quasi so außendienstmäßig so ISDN und Internetsachen installiert. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob er mich mitgenommen hatte, ich glaube, er hat mich mitgenommen, weil ich erinnere mich an diesen Keller von einem Kunden, bei dem er war. Und dieser okay. Keller war so holzvertäfelt und da standen so große Boxen und bla bla bla. Okay, und dieser eine Typ meinte dann so, hat dann quasi meinem Dad noch so als Geschenk noch so eine CD mitgegeben. Und das war Von innen nach außen. Ich war, keine Ahnung, Innen nach außen kam 2001 oder so. Ja. Und ich war halt irgendwie 8, 9 Jahre alt, keine Ahnung. Weißt du, was für einen ISDN-Anschluss Busy da gekriegt hat? Nee, keine Ahnung. Aber genau, es war bei Busy. Es war tatsächlich bei Busy. Das heißt, der Junge. Und dann war halt diese CD mal da und ich war so, das ist halt Elternmusik, das höre ich nicht. Ich habe nicht einmal reingehört. Bis dann sich meine Eltern getrennt haben und ich dann auf Viva Get The Clip Hip Hop gesehen habe, Curse viertes Album, ich glaube Gangster Rap war es oder so, ich weiß nicht, welcher Song das war. Und ich war so, oh mein Gott, ist der dope. Oh mein Gott, ist der krass. Wie kann jemand so rappen? Und dann habe ich wirklich später erst Von innen nach außen und Feuerwasser gehört. Und Alter, abseits davon, dass das technisch mit die besten Rap-Alben sind, die zu der Zeit auf Deutsch rauskamen, wahrscheinlich sogar die besten, dicker, wie das produziert ist. Ja. Das ist Wahnsinnsplatten. Aber so. Guck mal, aber genau da würde mich doch als nächstes interessieren, wie zur Hölle kannst du bei solchen Leuten in der Stadt und offensichtlich dein Gefühl dafür, dass das alles ganz geil ist, keine Connection dazu aufbauen. Ist der eigene Radius, das finde ich das Faszinierende, ist der eigene Radius dann zu klein, ja. Dass man nicht einfach mal 3 Schritte weitergeht oder mal checkt, wen es da schon gegeben hat? Nee, also bis zu dem Punkt, wo ich dann Sinnflut und Maske entdeckt habe und dann halt auch Curse lieben gelernt habe, habe ich ja gar keinen Deutschrap gehört. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich wusste es nicht. Ich habe halt nur Eminem. Ich glaube, sogar nur Eminem gehört bis zu dem Zeitpunkt. Ja, vielleicht auch schlichtweg noch einen Tick zu jung, um dann auch und dann sind wir wieder bei Selbstbewusstsein, um diese 2 Schritte weiterzugehen und zu merken, oh, da ist ja Number One ja. Mastering. Ja. Ey, da war ich halt 8 oder so. Ja, ja. Und ja, genau. Und dann war es halt so, dann haben sich meine Eltern getrennt und ich hatte dann einen Fernseher bei mir zu Hause im Zimmer mit 10, 11, 12. Und dann lief da halt Get The Clip Hip-Hop. Und ich dachte, okay, da läuft auch Eminem, also guck ich mal. Und dann lief Get The Clip Hip-Hop Germany. Und dann war, okay, es gibt deutschen Rap. Und dann war auf einmal mein Blog und Gangster-Rap von Curster. Okay. Und das waren dann so ein bisschen, ich sag immer so Engel links, Teufel rechts mäßig, die mich dann auf den nächtlichen Spaziergängen in den Kopfhörern begleitet haben. Und damit hat es dann angefangen. Wie macht der junge Shogun aus
dem Schutzpanzer und dem, was er da lebt und vielleicht dann auch ein bisschen Styles übertreiben, weil es halt Uniform wird und so. Wie macht er da eine Passion draus, um das vielleicht sogar zum Teil seines Lebens zu machen? Also über, ich höre das, sondern ich will mich auch selber ausdrücken. Ja, viel zu spät, weil es war viel zu lange Schutzpanzer. Ich habe halt an meinem letzten Schultag vom Abi habe ich angefangen, meinen eigenen Text zu schreiben. 30.06.2012. Stimmt. Im Prinzip hast du ja erst danach angefangen. Aber ich frage mich, warum eigentlich? War es nie im Gedanken? Warst du dann doch zu... Also doch, ich habe es immer vorgehabt, aber ich habe mich nie getraut. Weil für mich war immer so, ey, wenn irgendwer rausfindet, dass du rappst, dann bist du halt der dumme Assi, der sich auch nicht richtig ausdrücken kann und der... Ja, du bist halt der dumme Assi, du bist halt der dumme Hip-Hopper. So. Ja. Und deswegen habe ich mich halt nie getraut. Und dann, ich glaube sogar in der Abi-Klausur oder so, nee, keine Ahnung, auf jeden Fall so wirklich letzte Phase Abitur, kam dann einer zu mir an aus meinem Jahrgang, von dem ich es gar nicht gedacht hätte. Und der meinte so, Dicker, hast du dieses Embryo-Album von Motrip gehört? Und ich war so, hä, wieso kennst du das? Warum? War er so, Junge, das ist so krass und er rappt voll die schlauen Sachen, aber ist trotzdem cool und bla bla. Und ich kannte das Album logischerweise schon und war auch komplett begeistert. Und dieses Album hat dann irgendwie für mich so, okay, du kannst trotzdem soziale Akzeptanz erfahren, du kannst dich ausdrücken auf eine gewählte Art und Weise, auf eine sehr, ich glaube, wir müssen hier so rüber, ne? Ja, lass mal rüber. Auf eine sehr gewählte Art und Weise, auf eine sehr rhetorische Art und Weise und kannst trotzdem nicht verleugnen, wo du herkommst. Und dann habe ich mir ein Instrumental von Motrip runtergezogen auf YouTube und habe meinen ersten Song geschrieben. Aber es war bis dahin, war ich nur Konsument. Also ich war wirklich, ja, 10 Jahre nur Konsument. Hab mich nicht getraut, irgendwie mal was zu machen. Aber ganz ehrlich, dann, und das ist bis heute etwas, was ich so ein bisschen in dir sehe. Wie beschreibe ich das? Es ist so ein krasses, fast übertriebenes Aufsaugen von, nennen wir es Codes, Elementen, ja. und die dann so krass zu representen einfach. Ne? Also ich will damit beschreiben, wenn man dir heute auch noch zugeguckt hat, in Corona, wo du auch in deinem Studio da immer Kram gemacht hast. Ich habe das gefühlt, weil das alles so Elemente aus meiner Welt sind. Ja. Aber ich dachte mir manchmal, ey, das ist eigentlich so krass drüber, wie hart du das wie hart du das und dich dabei feierst, was du machst. Ja. So. Wie kriegst du das überhaupt in Kunst gepackt? Diese ganzen Details und diese ganzen... Ja, auch einfach dieses, im Prinzip gefühlt warst du ja einfach der flyeste Shit. Weiß nicht. Weißt, so Bewegung. Digga, ja, wir müssen kurz... Die wollen uns komplett opfern hier mit Grünpflege. Deswegen mache ich kurz hier weiter und dann gehen wir drei Schritte. Wie ich das in die Musik, keine Ahnung. Ich bin das halt. Also Falk hat damals gesagt zu mir, wenn er sich ein Brot schmiert, ist es ein Hip-Hop-Brot. Oh, sehr schön. Den habe ich auch schon 100 Mal benutzt. Aber der, ne, passt einfach. Der passt. Ja. Also es ist halt so, alles, was ich mache, ist Hip-Hop ist ja dem Code gegenüber aufrecht zu sein. So, Hip-Hop ist to be true to the code of the culture. Und ich habe halt keinen Bock mehr. Ich habe irgendwie 10 Jahre in der Schule gehockt und nichts von dem, was ich gemacht habe, war Hip-Hop. Ich habe mir die Fingernägel schwarz lackiert, damit bloß nicht auffällt, dass ich 36 Mafia höre. So, habe mir dann die Haare schwarz gefärbt mit Haarspray, Dings, Seitenscheitel. Augen geschminkt. Ich bin echt? Ja, gibt's Fotos. Wenn ich welche finde, ich schick dir. Kannst du posten, mir egal. Ich war richtig so auf dem. Ich war so richtig auf, okay, es darf keiner rausfinden, dass ich eigentlich kompletter Hip-Hop. Ey, aber und das ist krass und das ist in einer Zeit, wo das, wenn ich, keine Ahnung, boah, Digga, ja, es liegt grauer halt, Bart. Es liegt halt daran, dass, weil Hip-Hop war schon en vogue, natürlich. So, genau, das meine ich. Ja, Digga, Samy Deluxe, alles war ja schon am Start, aber Das Ding war halt, ich bin von der Grundschule aufs Gymnasium gekommen, weil die Lehrerin gesagt hat, du musst aufs Gymnasium. Meine ganzen Freunde, meine ganzen Peergroups, mit denen ich damals schon, ich habe in der dritten Klasse oder vierte Klasse war das dann, auf der Karnevalsveranstaltung, auf der Karnevalsfeier in der Turnhalle der Grundschule habe ich Eminem Playback gerappt, so mit meinem Kumpel. Der hat so Backup gemacht und so. Das war alles cool. Und dann kommt dieser Cut, meine Eltern trennen sich, ich komme aufs Gymnasium, verliere die meisten meiner Freunde, weil die gehen auf die Haupt- und auf die Realschule. Ich wohne auch noch genau neben der Hauptschule. Eigentlich ist alles perfekt. Da sind so, weißt du, ich stehe morgens auf, mache das Fenster vom Bad auf und ich höre, die hören Hip-Hop. Aber ich komme auf dieses konservative Gymnasium und da ist einfach die Zeit stehen geblieben. Da ist einfach die Zeit stehen geblieben. Die haben angefangen, Hip-Hop zu hören mit Kollega und Crow. Ja, das ist krass. Aber wenn ich da an der Stelle einen Tick weiterdenke, dann ist es doch eigentlich fast auch, also
ich denke immer ganz oft, Glas ist halb voll. Mhm. Und das klingt alles ziemlich beschissen und das ist normal. Das ist ja jetzt keine Extremsituation, aber sicherlich eine, mit der Leute auch relaten können. Mhm. Wir haben uns gerade mit Jace vorher auch darüber unterhalten, der auch meinte, ey, bei mir war es auch so, der Einzelne und nicht viele drumherum. Was aber wiederum ja offensichtlich dazu geführt hat, dass du dich so intensiv und exzessiv damit auseinandergesetzt hast. Genau, ich glaube, das ist die Antwort. Ja, ja. Ich glaube, das ist es. Und und dann halt so solche pragmatischen Teile zum Beispiel, ne? Wie mein Kumpel damals hat, den ich dann kennengelernt habe über die Skate-Jungs, die alle so älter waren als ich. Zum Beispiel, also das erzähle ich aus Producer-Sicht total gerne. Ich meinte so, ja, ich will mir eventuell mal Cubase cracken, weil ich will jetzt Beats bauen und so. Dicker, er schleppt mir eine MPC 2000, nicht mal eine XL, sondern eine 2000 mit 8 Sekunden Sampling-Zeit und so. Knallt mir das hin, sagt so, hier ist das Handbuch, hier sind YouTube-Tutorials, lern das. Weil wenn du damit produzieren kannst, kannst du mit allem produzieren. Und das war schon so, du musstest dich rein nerden. Es fühlte keinen Weg drum vorbei, weil damit zu produzieren bedeutet Nerdism in 2012. Ja, okay, krass, so, ja geil. Aber das hat mir halt auch Spaß gemacht. Ich wollte immer wissen, warum. Also ich bin halt immer durch die Welt gegangen und wenn ich irgendwas schön gefunden habe, war ich so, warum finde ich es schön, warum finde ich es krass? So, das war immer die Frage. Ich habe mich immer gefragt, warum ist es so? Und nicht, oh ja, also weißt du, wie Leute halt noch... Geil. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Leute so Musik hören, wie ich es tue. Nämlich komplett reingehen. Warum klingt das so? Warum ist das geil? Wer hat die Bassline eingespielt? So, ich wollte es immer wissen. Aber so hören Leute halt keine Musik in der Regel. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bin halt immer davon ausgegangen. Und deswegen dachte ich auch immer, weil ich so ein ungesundes Selbstbewusstsein habe, wenn ich dann zur Schule gegangen bin und ich habe jemanden mit einem Metal-T-Shirt gesehen, da dachte ich so, Alter, der repräsentiert seine Metal-Band, die er geil findet, der muss richtig Ahnung haben. Das heißt, ich muss mich in meinen Hip-Hop noch mehr reinnerden. Weil wenn der sich schon traut, ein T-Shirt davon zu tragen, dann muss der ja alles über die wissen. Wussten die am Ende nicht, die hatten keinen Plan. Schöne Grüße an H&M. Ja, genau, das war es halt so. Das war es halt, da hat sich niemand für Musik interessiert und wenn, dann wirklich nur so ganz oberflächlich. Weißt du, was aber da total interessant dran ist? Als ich das erste Mal mitbekommen habe, was du machst, das ist ja auch schon echt einige Jahre her, habe ich dir damals ja auch, glaube ich, ziemlich schnell auch schon mitgeteilt. Ich fand das ziemlich nice. Mhm, danke. Auch weil ich die Art mochte, wie du an die Sachen herangehst. Und das hängt dann mit Respekt der Culture gegenüber allen drum und dran. Und gerade als Weißbrot aus weißer Mittelschichtstadt ist das kulturelle Aneignung dann das Thema relativ schnell da, wenn du noch mehr Bro und Bewegung und die Codes und die Ketten und sowas alles. Deswegen muss man respektvoll umgehen und das hast du von der ersten Sekunde an ja offensichtlich auch gemacht. Warst du dir auch bewusst, dass du quasi da so Gast in der Kultur bist, die du deshalb so studieren musst, damit du dich darin vernünftig bewegen kannst? Ja klar, safe. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich die Antwort weiter ausführen soll, aber natürlich. Ja? Klar, also liegt ja, also für mich lag es irgendwie auf der Hand. So, natürlich bin ich gerade nicht in der Bronx oder irgendwo in Brooklyn und natürlich bin ich halt einfach hier in Minden. Aber Hip-Hop ist ja, ich bin immer so, jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Definition von Hip-Hop, was auch ein bisschen geil ist. Aber Hip-Hop ist ja in erster Linie so, dass du deine Umstände verarbeitest. So. Und das kannst du ja auf jede Art und Weise machen. Und dann gibt es irgendwie krassen Studentenrap, der einfach so hart privilegiert ist, dass ich das Kotzen bekomme und mir das halt keine 2 Sekunden anhören kann. Aber solange du halt einfach kein Bullshit laberst und halt, wie gesagt, einfach respektvoll mit den Sachen umgehst, die halt irgendwie schon da sind, also ich, vor allen Dingen ist es ja auch einfach dumm und auch ästhetisch dumm, wenn ich jetzt einfach irgendwie mir ein Durag aufsetzen würde zum Beispiel und mir irgendwie so eine ich habe meine Kette gerade eben abmachen müssen wegen dem Dings, aber mir so eine noch fettere Kette umhängen müsste. Das ist ja auch einfach dumm, sieht auch affig aus und es sieht auch nicht authentisch aus. Also da geht es dann für mich primär schon fast erstmal um Ästhetik, dass ich mich, wenn ich mich so anziehen würde und mich so vor den Spiegel stellen würde, würde ich halt auch denken, okay, lol. So, weißt du? Und es liegt halt auch einfach daran, dass es kulturelle Aneignung ist, natürlich. Wir müssen mal ganz kurz durch den Sturm der, wie heißt das nochmal hier, Bären? Bärencampen. Bärencampen wird schick gemacht. Ja. Deswegen müssen wir mal 3 Schritte weitergehen hier, sonst wird es zu laut. Ich glaube, was du machst und wie du es machst, im Moment auch sehr gut beschreibt, ist dieses Detailverliebte, oder? Ja. Also das ist das Einzige, was mir daran Spaß macht. Also, Fakt. Wie so Mucke machen macht eigentlich keinen Spaß. Doch, Mucke machen macht Spaß, aber jetzt irgendwie, wir haben übrigens hier das Cover geschossen fürs Album. In dem Treppenhaus. Ah. Kleiner Side-Fact. Mucke machen an sich macht Spaß, aber wenn du jetzt mal, also ab wo fängt denn die Detailverliebtheit an so, weißt du? Aber wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich nehme mir irgendein Soul-Sample, loop das auf 90 BPM, pack irgendwelche
Impeach the President, Honey Dripper, Drum Loop von damals drunter und rappt dann einfach irgendwelche Sachen. Das ist für mich so, ja, okay, weißt du? Und witzig wird es halt erst, wenn du weitergehst, überlegst, okay, wie kannst du kulturelle Referenzen schaffen, wie kannst du Sachen erzählen, die vielleicht so noch nie erzählt wurden, wie kannst du den Sound, deswegen sind wir ja wahrscheinlich auch alle so ein bisschen auf diesem ganzen Larry June, Griselda, Alchemist-Ding irgendwie drauf, so, wie können Sachen nochmal neu innovativer gemacht werden, so. Und wie können Sachen trotzdem irgendwie in einer Tradition so etwas stehen? Und da fängt es halt an, Bock zu machen. Ja, aber es ist krass, guter Punkt. So, aber das, nur deswegen mache ich es, weil einfach nur das zu machen, was jeder macht und auch das zu machen, was jeder blickt und machen kann, ist halt, finde ich halt langweilig. Lauf, wenn du kannst, löst das Traumkraut schnell in Rauch auf, wenn du kannst. Jedes Haus grau, die Siedlung frisst dich auf, wenn sie kann. Also in einem von diesen Häusern hat schon des Öfteren Savas übernachtet, so. Weißt du? Also, ist halt nicht von ungefähr der Ort. Ich war im Dezember auf einer Produktion und hab mit Merce abgehangen. Krass. Für mein Back to Tape 3. Ja. Und vorher war ich mit den kennengelernt habe ich ihn bei Hydro im Studio. Mhm. Hydro ist ein Untergrund-DJ aus L.A., den ich über Mark Hype kennengelernt habe. Und da saß auch Savas. Ich weiß Bescheid, ja, ja. Eben. Ja. So, das ist schon, ich liebe diese kleinen Details, womit wir auch die Family, die wir nun mal sind, so connecten können. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ganz kurz noch, als du vorhin kurz Hände gewaschen hast. Ich habe die Flashpunks Clan-Platte vergessen mitzunehmen und hatte eigentlich noch ein anderes Geschenk für dich, nämlich den Release-Party-Flyer von selbigem Album, wo einfach Stibas, STF und Savas Voreck waren. Hier in Minden. So. Es ist einfach immer wieder ein geiles Gimmick, finde ich. Es ist einfach immer wieder so, ey, überleg mal, wie klein das früher gewesen sein muss. Es war halt Jahrzehnte vor meiner Zeit, aber ja. Ich dick mich da halt so gerne rein und denk so, Alter, wie krass war das, Alter. So, Savas hat hier gepennt, Dings, Curse kommt hierher, es ist alles so lovely irgendwie. Ich liebe die Nerdigkeit da dran. Da sind wir nochmal wieder bei Nerdigkeit. Eigentlich sind wir bei Produktion, aber kommen wir gleich hin, denn dieses Nerdige. Und ich glaube, das ist auch das, womit du dann am Ende jemanden, du hast ja auch Falk schnell von dir überzeugt. Das ist ja auch, der ist ja noch älter als ich. Schöne Grüße. Und wir kommen natürlich auch sozialisiert aus einer Zeit, wo, wie du schon sagst, es irgendwie anders war, vielleicht auch kleiner und so und ein wirkliches Szenegefühl hatte. Du scheinst ja aber jemand zu sein, auch wenn du aus Minden kommst und Curse am Anfang gar nicht gecheckt hast, dass du aber relativ schnell kapiert hast, wie in Anführungsstrichen geil dieses Paket Hip-Hop für die Leute gewesen sein muss, die dabei gehen. Und offensichtlich ja dann auch den Architekten den Respekt gibst. Ja, selbstverständlich, weil ohne die Architekten hätte ich ja dieses Dach gar nicht, wo ich mich hätte drunter stellen können. Also, ist ja so. Wie gesagt, das hat für mich ein Zuhause aufgemacht, so pathetisch, wie es klingt. Ich lege Curse rein, ich lege Sido rein und denke so, okay, ach, hier bin ich zu Hause. Ja, und dann checkst du Stieber Twins, welchen Wert sie haben und bist nicht jemand, der 2023 sagt, Stieber Twins, das interessiert mich, was vor 25 Jahren war. Ich hab einen riesen Pile of Shame gehabt an Deutschrap-Alben, die ich sehr spät erst abgehört habe. Und ich habe Torch und Stieber Twins vor 2 Jahren das erste Mal die Platte gehört. Wow, aber du hast es gehört. Ey, ich hab mir einen Whisky bestellt, hab mir die Platten geholt, hab mir die aufgelegt, hab zuerst... Ach so, richtig schön aufgelegt. Naja, klar. Ja, geil. Ich lieb ja auch Vinyl sammeln, ich bin ja auch Plattensammler. Und hab das richtig zelebriert. Jedenfalls die Stibas-Platte. Die Torch-Platte musste ich, glaube ich, nach 3 Songs ausmachen. Hab die nicht gefühlt. Ja, Aber Stibas war halt so, okay, ich höre Stibas das erste Mal 2020, 2021, höre die Produktion, höre die Art, wie die rappen. Und ich bin einfach gestorben. Ich war so, oh mein Gott, wie krass ist das? Also wirklich, auch so, ich hab jetzt ja... 2021 hast du ja alles schon gehört. Du hast Hafti mitgemacht, du hast Crow mitgemacht. Es gab so viele krasse Peaks und Speerspitzen. Und dann sitze ich da, hab irgendwie auf dem Heimweg von der Arbeit gerade das neue Drake-Album gehört, hab dann aber auch gerade irgendwie Post Malone gehört und dann setze ich mich hin, höre Stibas und es ist unfassbar. Weißt du, es ist trotzdem einfach unfassbare Platte. Die Produktion war halt einfach... Die Produktion ist verrückt, Alter. Und auch die Tatsache, ich habe mir dann erzählen lassen, dass sie der Meinung sind, sie hätten Hochdeutsch eingerappt. Aber ey, dieser Sprech, unfassbar. Unfassbar. Dieses Ich und mein Bruder. Das ist so swaggy, das ist so nice. Und auch aus heutiger Sicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es so wahrscheinlich die am besten gealtertste Rap-Platte bis jetzt ist. Auf jeden Fall für mich so, von denen, die ich...
die ich bis jetzt abgearbeitet habe. Ja, hast du Kopfnicker von den massiven Tönen angehört? Habe ich mit, nee, weil durfte ich nicht hören, hat Lars mir verboten. Wir machen nächste Woche Kopfnicker-Session. Oh. Er will unbedingt dabei sein. Das interessiert mich auch. Weil er nämlich der Meinung ist, du wirst dieses Album lieben, hat er gesagt. Ich finde, Kopfnicker, massive Töne. Ja. Das ist aber nicht das, wo Cruisen drauf ist, ne? Nee, Digga. Ja, ich frag nur. Wir reden von Kopfnicker. Da ist nichts Nutz drauf. Das geht. Hast du Durst? Nee, danke. Sieht auch so aus, als ob er noch gebraucht wird. Ich wollte gerade sagen, so den holst du dir gleich. Das sieht eher so aus, als ob so, sagen wir mal, Familienvater kurz nochmal reingerufen wurde und muss gleich wieder weiter. Er geht genau. Zur Arbeit. Genau, richtig. Also so Nerd bin ich dann doch nicht. Ich hab das Töne-Album noch nicht gehört. Ey, Digi, aber das, guck mal, für mich ist ja das Interessante daran, das Nerdige. Ich weiß nicht, ob ich nerdig bin. Ich bin nicht so nerdig wie Falk. Schöne Grüße nochmal, du weißt es, Bruder. Das werde ich nie werden. Weil Falk ist der Typ, der halt herausfindet, wie war die Zigarettenmarke, die leere Schachtel, die du auf dem Foto vom Plattencover 1985 auf der B-Seite gesehen hast. Soll ich dir mal, haben wir die Zeit, dass ich dir eine Falk-Anekdote erzähle, ja, was Nerdism angeht? Hast du was vor? Ich habe nichts zu hören. Ich habe irgendwas in der Produktion, ich habe irgendwas gehabt an irgendeinem Beat, wo ich so einen ganz bestimmten Reverb oder Delay haben wollte auf irgendeinem Element in einem Beat von mir. Und ich bin nicht drauf gekommen, weil ich habe das Falk geschickt und meinte so, hier, ich habe es angedeutet, weißt du, wie dieser Reverb heißt, den ich versuche zu bauen? Also der Hall. Okay, und er hat nicht nur gesagt, was es für ein Reverb ist. Er hat gesagt, pass auf, also am besten machst du es folgendermaßen. Das ist der und der Art von Kammerhall. Gib mir mal kurz eine Stunde. Ja. Dann schickt er mir eine PDF von der ersten Bauanleitung. Von dem Ding, wie man sich diese Hallkammer selber baut. Ja. Und meinte auch so, bei Schritt so und so musst du aufpassen. Ich habe das schon mal gemacht. Wenn du dann zum Baumarkt gefahren, so auf dem Level. So, und Falk, ich liebe dich. Du bist so ein Vogel. Falk hat mir ja auch schon, also er hat mir gesagt, ich dürfe mich Nerd nennen, was ich niemals tun werde. Aber wenn Falk das sagt, bedeutet das schon was. Das ist wie so, wie Stempel. Ja. Finde ich geil. Und dann hat er halt Türen aufgemacht, wo ich gedacht habe, okay, also nee. so tief den Schlüssel behaltbar. Den Beschlüssel behaltbar. Bitte, mach dein Ding, aber das ist mir ein bisschen zu doll, Alter. Aber ich liebe ihn genau dafür, weil er halt auch, er beschützt. Er beschützt einen ganz, ganz großen Teil der Kultur, der heute nicht mehr gesehen wird, der nicht mehr gewertschätzt wird, finde ich, der vielleicht auch gar nicht so wichtig vordergründig ist. Wenn du es rein konsumieren willst, der aber ultra wichtig ist, wenn du die Kultur verstehen willst. Für den ganzen Backbone des ganzen Dings halt auch. Und das habe ich schon bei dir also auch früh gesehen, gemerkt. Und dass es nicht nur ist, ich ziehe eine Cap cool auf oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Sondern dass es dir um sehr viele dieser Details einfach gegangen ist, weil du wolltest, dass es fresh ist. Ja, du musst es ja auch immer updaten. Hip-Hop, also ich weiß nicht, ob das, Mann, Dings, wie hieß er denn? Genau, Grandmaster Caz. Hip-Hop didn't invent anything, but it reinvented everything oder irgendwie so grob. Und ich glaube, du kannst halt nicht, Hip-Hop stirbt aus, wenn du halt alles so machst, wie es vorher gewesen ist, glaube ich. Wenn du einfach immer den gleichen Brei weiterkochst und wenn diese ganzen dogmatischen Opas, sage ich jetzt mal ganz provokativ, die ganze Zeit sagen, nee, also Bassline und ein Sample und 90 BPM, Boom-Bap und ansonsten ist alles andere kein Rap so. Und wenn du es andersrum halt machst und halt irgendwie sagst so, ey, Hip-Hop muss nur New School sein und wir müssen komplett, ich weiß nicht, wer das war, 6ix9ine oder so, der gesagt hat, der wüsste nicht, wer Tupac ist. Ja. So, meinetwegen, du musst gar nicht wissen, wer Tupac ist, aber hab halt Respekt vor dem, was da geschaffen wurde, damit du dich jetzt halt austoben kannst. So. Und deswegen meine ich einfach nur, um auf deine Frage hoffentlich zurückzukommen, bisschen abgeschweift, dieses Ding von, du musst es halt immer wieder für dich neu fresh machen, weil ansonsten bist du nicht individuell, ansonsten machst du nicht dein eigenes Ding, was ja irgendwie die Essenz von Hip-Hop ist. Und hier ist übrigens das legendäre Melitta-Bad. Das ist schöner Sprung zum Melitta-Bad. Erzähl mir etwas über das Melitta-Bad. Hier konnte man früher so Pfandflaschen sammeln und dann das Pfand gegen eine Eintrittskarte tauschen. Stark. Oder du bist einfach über den Zaun geklettert. Ja, klingt eher nach Zaunklettern. Und das war es auch schon mit dem Melitta-Bad. Dankeschön, das war das Melitta-Bad. Sehr gerne. Wenn ihr nach Minden kommt, haben wir schon zwei Reisetipps für euch. Ja, Bärenkampen. Bärenkampen und das Melitta-Bad. Genau, und das Melitta-Bad. Mal sehen, was noch dazu kommt. Nichts. Obwohl, doch, vielleicht. Hast du noch einen? Einen habe ich noch, ja. Ah, hast du gucken. Einen habe ich noch.
Nee, und deswegen, also ich glaube, es nur so kann es irgendwie fresh bleiben. Und wenn du halt irgendwie Sachen kopierst oder Sachen so machst, wie sie schon gemacht wurden die ganze Zeit, ist halt langweilig. Ey, das heißt ja aber auch, das, also das finde ich auch ganz interessant, du appreciates ja auch alles, was du an Infos aufsaugst. Ja. Und das, was du machst, ist ja nicht abgrenzend. Ich finde, dieses Album, es klingt schon irgendwie ein bisschen wie eine Hommage an gute Zeiten. Ja, das freut mich. Also ich hoffe, das erklärt. Ja, danke, aber ich hoffe, es erklärt das ein bisschen, was ich dabei finde. Ja, wobei dieser typische, dieses anfängliche, fröhliche Soul-Sample und nur irgendwie mit Referenzen rumballern, das ist da ja schon weniger so. Es ist da ja schon irgendwie, es wird ja schon. Nee, das ist ein Album. Genau, es ist ein Album. Du hast was zu sagen. Ja. Du willst was erzählen. So, ich meine, du räumst ja auch familiäre Dinge auf, können wir gleich mal drüber reden. Aber ich finde, von der gesamten Ästhetik her alleine schon, wirkt es wie eine Hommage. Und das ist etwas, was ich gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, sehr stark finde. Hip-Hop ist auch Abgrenzung. Ja. Immer. Ja. Was in den letzten Jahren aber, finde ich, sehr oft stattgefunden hat, eine so eine bewusste, eigentlich schon in der letzten Dekade, aber so eine ganz bewusste konfrontative Abgrenzung von Bestehenden, von anderem. Ja. Um sich damit eine Stimme zu geben. Ja, Self-Empowerment. Ja, aber so auf so eine bisschen aggressivere Art, die vollkommen fair auch den Raum da verdient, aber immer so ein kleines bisschen an dem Kern vorbeigegangen ist, wie es sich, finde ich, sonst vorher die Jahre immer aufgestellt hat, wie Hip-Hop sich eigentlich auch immer wieder neu aufgebaut hat und die Generationen aufeinander irgendwie so relaten konnten. Und das, was du da machst, auch mit diesem Album, fühlt sich wieder ein bisschen mehr danach an. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade eh in einer Phase, wir haben ja so eine ganze Armee an Artists, die Boom-Bap-artigen Sound machen, ja. Manchmal auch straight Boom-Bap in die Fresse, aber dabei nicht klingen wie 1900 irgendwann, sondern wie 2023er Boom-Bap. Ja, das ist irgendwie, das sind, glaube ich, diese Details, ne? So, wo viele irgendwie gar nicht diesen extra Schritt gehen, sich zu überlegen, warum ist das so. Ich war letztens mit einer Künstlerin im Studio, die, beziehungsweise darüber habe ich mit ihr nur telefoniert, wo es auch darum geht. Ich schätze die sehr und die ist auch sehr Hip-Hop-affin und bla bla bla. Und Boom-Bap-affin, jedenfalls dachte ich das. Und die kannte halt auch nur so, EPMD kannte die nicht. So, Griselda kannte die nicht. Da ging es halt so M.O.P., Anti-Up so vielleicht noch und ansonsten halt nur Mobb Deep und Wu-Tang. Ja. So. Und ich glaube, du musst halt diesen extra Schritt musst du halt, Entschuldigung, diesen extra Schritt musst du halt irgendwie gehen, um irgendwie dann dieses Update hinzubekommen. So. Ja, dass es halt nicht so klingt wie früher. Und deswegen war ich auch immer so, deswegen bin ich auch immer so ein bisschen angepiekst, wenn irgendwie Leute dann so, ja, ich finde das geil, Mann, endlich wieder so wie früher, endlich wieder echter Rap. So, Dicker, nee, so hat es nie geklungen. So hat es halt nie geklungen. Jedenfalls ist das der Anspruch, den ich habe. So, das ist auch tatsächlich das, was, und es gibt ja diesen Song Courtside, den du ja sehr, wo wir uns ja schon fast drüber kennengelernt haben. Ja, genau. Und einfach die Kommentare und die Meinung über diesen Song hat mir den Song einfach versaut. Echt? Alle immer nur, ja, Mann, geil, wieder wie früher und bababa. Und das, was ich im Hip-Hop am meisten hasse, sind diese dogmatischen Leute diese Opas, die irgendwie immer so denken, ja, Mann, das muss so sein wie früher. Und ja, und ich finde, da klingt nichts wie früher. Das ist eine poppige Topline, das ist eigentlich ein, lass uns mal hier so die Dings machen, zurück. Das ist so, das ist eine poppige Topline, das ist eine 8-0, das ist trotzdem eine 808 Bassline, obwohl es halt irgendwie so einen G-funkigen Beat hat. Das ist alles, es sind triolische Hi-Hats, es hat alles so einen ganz eigenen Bounce, aber für dich ist einfach nur, du hörst, dass Jonas, also Pimp, über Master Ace rappt. Das ist das, was bei dir ankommt und du sagst so, aber wieder so wie früher. Ich so, nee, das nervt dich? Das nervt mich übel. Da finde ich geiler, wenn Thilo oder so da sitzt und sagt, er weiß nicht, was Savas ist. Finde ich das noch besser. Und ich liebe, so, ne, nichts gegen Savas, um Gottes Willen. Ja, ja, aber, ja, ja, ja. Aber dieses Verzweifeln daran, dass Leute nicht appreciaten, was du machst für die Kultur, das ist dann ja jetzt schon ein großer Brainfuck, den du jetzt schon hast und der nicht weniger wird. Ich war mal relativ, eines meiner ersten Interviews, da hat ein sehr schlauer Mann mit schicken Jordan 3ern True Blue und einem grauen Bart mir erzählt. Oder die erste Frage, die dieser jemand mir gestellt hat, war, du bist so, ich kann es nicht mehr wortgenau weitergeben, aber war so, du, auf jeden Fall hast du gesagt, ey, du bist irgendwie der Lieblingsrapper unserer Lieblingsrapper. Ja. Was macht dich so sicher, dass es nicht bleibt? Dass du nicht auf diesem Status hängen bleibst? Ich habe bis heute keine Antwort darauf.
Aber es hat mir, deswegen auch danke, dass du diese Frage an mich gestellt hast damals. Die schwirrt die ganze Zeit im Hinterkopf und schafft so eine Awareness in der Art und Weise, wie ich Sachen produziere, wie ich Sachen angehe. So, weil es wird, das, was ich da mache, wird nicht gecheckt. Also das hatten wir ja vorhin, ich glaube, das hatten wir off-cam. Shindy meinte damals zu mir, ey, das, wofür du mich feierst, feiern mich 5% der Leute. Die sehen das nicht. So. Ja. Ja, und das ist ein Problem. Und ich merke selber, das habe ich mit ganz vielen Leuten so, ich habe keine Ahnung, als ich das letzte Casper Interview, der ist ja auch so ein mega Nerd. Ja, pff, ja, auch, ja, genau. Und auch da merkst du, dass ganz viele Sachen er auch einfach macht, weil er sie liebt und weil sie sein müssen, aber er weiß, die Leute kriegen es nicht hin, die feiern halt eher das, wo die Sonne drauf scheint da, das finden sie alles cool. Genau. Und ehrlicherweise, Shindy ist ein super Beispiel dafür, der schafft es ja, dass das ganze Paket so aussieht, dass halt die Sonne so drauf scheint, dass alle Shindy für das, was er bisher gemacht hat, lieben und ehren. Ja. Und damit ist er erfolgreich. Ja. Das heißt, in dem kann er so nerdig sein, wie er will. So. Das ist ein super geiler Spielplatz, den er sich da aufgebaut hat. Hast du aber auch die Theorie, dass es deshalb nur so, oder würdest du bestätigen, dass es auch nur so gut ist, weil er so nerdig ist? Ich hoffe. Ich befürchte nein. Ich glaube, die Antwort ist nein. Aber ich wünsche mir, dass es so ist, ja. Ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, es geht primär um diesen ganzen, weißt du, Stress ohne Grund, Bushido, Buzz, diesen ganzen Humor, den die anfangs noch hatten zu dieser EGJ-Zeit. Das hat sich alles so, das hat so eine sehr krasse Base irgendwie geschafft. Und dann kam ja Dreams und das war alles so, dieses ganze Waldorf-Thema und bla bla bla. Aber ich glaube, diese Detailverliebtheit, also... Und da reden wir wirklich von Details. Ey, dieses bestes Beispiel bei Shindy ist doch, ich habe gelernt, ich darf nicht mit euch Missgeburten streiten, denn Außenstehende können uns dann nicht mehr unterscheiden. Niemand weiß, dass das eine Jay-Z-Line ist. Niemand weiß das. Und ich höre diesen Song und ich fahre so rechts ran, ich bin so, oh mein Gott, was hat er da gemacht? Weil Feigenbäume war ein unfassbarer Song. Und ich war so, oh mein Gott, ich bin gar nicht, und ich habe diesen Song dann geteilt und Leuten geschickt, wegen dieser Zeile. Aber die Leute feiern den Song nicht wegen dieser Zeile, die große Masse. Ja. Die Leute feiern, die feiern Nautilus sehr wahrscheinlich, oder Affalterbach, ich bringe die manchmal durcheinander, für den Flair-Diss, für schreib keinen Song über eine Bitch oder 1-2 Millionen Streams oder Gucci-Tasche, so, ne? Dafür feiern die das. Aber ich höre das halt und ich höre so, Dicker, das sind diese Kork-Triton-Bells in dem Beat. Oh, sie hat diesen, das ist so dieser Timbaland-Dings-Beat und das ist das und das Preset auf dem Oh mein Gott, was hat er gemacht? Und es klingt trotzdem modern. Dafür feiere ich das halt. So, und deswegen ich... Aber wenn du das weißt und wenn du, und zu den Lieblingsrappern kommen wir noch, wie schützt du dich, oder kannst du dich denn vor dem Scheitern selbst schützen? Also du musst ja irgendwie, dann, also du willst ja... Was ist denn los hier heute? Jetzt fängt ihr da drüben auch noch einfach an. Wasserpolizei jetzt. Aber du willst ja mit dem, was du machst, durchstoßen. Du willst ja, dass die Leute sehen. Du willst ja, dass Millionen Leute dich dafür feiern, was du machst. Ja. Das ist das Mindset, mit die Attitude, mit der du hier als 13-Jähriger in der Schule angefangen hast, fly zu sein. Genau. Ja. Richtig. Und auf dem Weg dahin, und wenn es die Frage war, wirst du gemerkt haben, dass das noch nicht so funktioniert. Richtig, vollkommen. Was machst du dagegen? Ich glaube, ey, das sind, glaube ich, voll viele kleine Antworten, die ich dir geben müsste. Also sei es struktureller Natur, künstlerischer Natur, ein bisschen mehr das Offensichtlichere zulassen. Ja. Weißt du? Also ein bisschen mehr zu sagen, so ey, auch wenn jetzt irgendwie in der Hook von einem Song der Satz, keine Ahnung, mir geht es gut heute, die Sonne scheint, ich habe Feierabend, life is good. Diesen Satz habe ich schon 10.000 Mal gehört. Ich muss den nerdiger und verschachtelter machen und bla bla bla. Aber dadurch wird er immer unzugänglicher. Also ich glaube, man muss diesen schmalen Grat schaffen, diesen Step in die, ich sag jetzt mal nicht Mainstream, aber in die Verträglichkeit, in die Zugänglichkeit zu gehen. Vielleicht auch Sachen nicht mehr, alles was ich mache, ist ja komplett pure Hommage und pure, alles was ich mache, ist ein Insider eigentlich. Ja. Und da habe ich dann halt auch zum ersten Mal bei dem Album stellenweise versucht, mal rauszugehen. Der Song mit Nessie, diese Sachen so, ne? Die halt dann irgendwie mal einfach so, okay, ich schreibe jetzt mal einen Song. So wie ich Songs für andere schreibe, schreibe ich jetzt auch mal einen Song für mich. Einfach einen runden Song, den auch die Dame mit dem Kinderwagen, die wir gleich vorbeilassen müssen, verstehen würde. So, ich glaube, es ist wirklich einfach, sich auch ein bisschen zurückzunehmen in seinem Nerdism. Genauso wie Dicker Without Me von Eminem ist ja auch ein, das ist ein Clown-Song so, das ist albern, das ist Comedy so, ne? Aber trotzdem ist da Till I Collapse noch mit drauf. Und trotzdem, du brauchst, glaube ich, diese Door-Opener. Und ich fand mich immer, das war mir immer zu uncool.
Also ich sag's jetzt ganz offen, so für mich war das immer zu uncool, auch einfach. Ey, das ist ein interessanter Blick, weil ich habe immer mit Eminem, ich treffe aufgrund der Generation, die damit groß geworden ist, so, auf so viele Menschen, die sagen, Eminem hat ihr Leben verändert, Eminem hat ihn. Und wenn es nur mein Rap-Fan-Podcast, Leute, das ist mein Einstieg mit Rap gewesen, so. Oder Rapper, die mir sagen, das war der Grund, warum ich angefangen habe und so bin, wie ich bin, Einflüsse. Und ich finde, Eminem hat nie ein gutes Album gemacht. Weil ich finde, Eminem hat kein, für mich persönlich, er hat kein gutes Beat-Gespür gehabt. Hat er nicht, ne? Der, und alles, was an Pop-Erfolgen da drauf war, war mir immer zu konstruiert. Genau. Und ich habe in der Hand, ich habe drei Songs, schön, dass du, aber ich habe drei Songs von Eminem, die ich mag. Lose Yourself? Ja, genau. Jetzt muss ich mir die anderen beiden noch schnell einfallen lassen. Aber es ist auf jeden Fall Lose Yourself. Okay. Ja, es gibt sie. Aber es ist Lose Yourself. Lose Yourself, das ist, ja. Mach das bitte. Von mir ist erstmal ein ganzes Album, dann fühle ich das. Ja. Und dann ist es der Instant Classic, dann ist es das Illmatic von 2000, keine Ahnung. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Machst du nicht. Du machst, schöne Grüße an Dr. Dre, du machst diese zwei Dinger, die dafür sorgen, dass die ganze Welt. Und du bist der erfolgreichste weiße Rapper in der Geschichte dieses Business. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Trotzdem bin ich nicht der Typ, der deswegen sagt, Eminem ist der krasseste. Eminem ist der krasseste Rapper, aber Album habe ich nicht. Und ich weiß nicht, warum ich das erzähle, aber ich wollte eigentlich eine Frage dazu stellen. Nee, also ich gebe dir da sogar recht. Ich würde auch sagen, also Nostalgie ist manchmal eine Bitch. So, jetzt, ne? Weiß ich, wo ich hin wollte. Eigentlich kannst du das ja auch auf dem deutschen Markt spiegeln, auch wenn der anders ist. Aber wir haben hier natürlich auch andere Trigger-Elemente für die Leute, was sie erreicht. Deswegen ist ein Apache so erfolgreich, wie er ist. Zu Recht auch, ja. Ja, vollkommen zu Recht. Ja. Das ist cool gemacht, das, was man in diesem Land halt breitenwirksam hören möchte. Und das ist nämlich das Ding. Apache steht auf Rollschuhen, rappt nicht mal, singt und tanzt, hat lange Haare. Und es ist zu 100% Hip-Hop. Genau. Zu 100%. Und das ist krass. Ja, so. Genau. Weil es die Haltung ist einfach. Weil es die Haltung ist, weil es der Code ist. Oh, das hast du 100% nicht recht. So. Und dann kommen wir aber wieder zu dir und der Frage, wie packst du das ein? Denn dass ich vor ein paar Jahren mir gedacht habe, okay, der ist... So, das ist cool. Dass Falk das gedacht hat, dass im Prinzip wahrscheinlich auch jeder Journalist, mit dem du irgendwann nicht mal getroffen hast, also jeder Szenekenner wird dir das gesagt haben. Ja, so, da hattest du Glück. Die Rapper, und da fangen wir an, wenn wir in dein Kinderzimmer gehen und du eine Liste schreiben solltest mit 10 Rappern, gehen wir zu deinem 14-Jährigen, die 10 Rapper, die du im Leben unbedingt mal treffen musst, dann würdest du sterben. Alle außer Sido sind schon abgehakt. Wollte ich gerade sagen, ja. Alle, ja. Das ist so. Ey, aber krass, dass du genau das sagst, weil ich habe ja sehr ambivalentes Verhältnis hier zu der Heimat. Und ich habe letztens einen Typen aus meiner Abi-Zeit wieder getroffen, mit dem ich damals sehr, sehr gut war. Und wir nähern uns wieder an. Und er hat halt so mies Karriere gemacht, hat Haus, Dings, Frau, Kind und hat direkt die schwere Depression auch noch mit eingekauft, die du dann halt dazu bekommst. Die kriegst du ja beim Bausparvertrag mit dazu. Und ich sitze da und bin halt so mittelmäßig broke. Und mir rutscht einfach so, weil wir so im Deep Talk waren, mir rutscht einfach so, ohne dass ich drüber nachdenke, so der Satz raus. Außer, dass ich jetzt richtig krass Kohle verdiene, habe ich mir einfach jeden erdenklichen Traum erfüllt und ich bin nicht mal 30. Weißt du? Und dann denke ich so, Alter, wie krass ist das eigentlich? Wie krass ist das eigentlich? Weißt du? So, ich habe meine krassesten Idole treffen dürfen, ich habe mit denen zusammenarbeiten dürfen, ich habe die kennengelernt, bin mittlerweile mit denen sogar befreundet. Ich produziere das Curse-Album mit so. Sie respektieren dich für deine Kunst. Und das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Vor allem gerade bei dem Curse-Album. Ich sitze teilweise nur daneben und denke so, ich mache hier eigentlich gar nichts. Und Mike sagt so, aber du hast Geschmack. So, du hast Verständnis, so, sag einfach Daumen hoch, Daumen, so, weißt du, manchmal fühle ich mich einfach nur wie jemand, der da sitzt, wie der größte Hochstapler und einfach nur sagt, nee, spiel das mal so ein, nein, spiel das mal so ein. Aber weil sie einfach meinen Geschmack und mein Wissen oder was auch immer irgendwie schätzen scheinbar. Das fühlt sich dann ja sicherlich aber trotzdem an wie, also nicht angekommen, aber auf dem richtigen Weg. Ja, vor allen Dingen sind ja auch zwei Wege, die parallel voneinander irgendwie auch sich entfernen dürfen. Also das eine irgendwie Produzent und Songwriter, auch für andere Artists zu sein und irgendwie deine Hip-Hop-Knowledge damit reinzubringen und deine Art zu schreiben, deine Art dich auszudrücken und halt auch irgendwie selbst in deiner Kunst bestätigt zu werden. So, Curse hat zum Beispiel, als er die ersten Demos vom Album gehört hat, ne, da hat er halt gesagt, ey, ist halt ein unfassbar krasses Rap-Album, aber wenn du jetzt einfach wieder ein G-Funk-Album machen würdest und einfach die Themen ein bisschen mehr zurücknehmen würdest, du, ne, Curse ist ja auch ein unfassbarer Songwriter, was auch so Pop-Sachen angeht. Ja. Ne?
Er hat gesagt, so, du kannst dieses erfolgreiche Album machen. Es liegt da. Deine ganzen G-Funk-Beat-Skizzen, du musst es einfach nur machen. Weißt du, die liegen da. Mach die Hooks ein bisschen einfacher, mach so und so und so. Und das Hit-Album liegt da mehr oder weniger schon. Und ich war halt so, nein. Ich mache jetzt ein düsteres Rap-Album mit ganz vielen Referenzen und mit ganz viel autobiografischem Kram und so. Ja. Aber warum? Willst du dich, man, das ist ja auch so, schützt man sich unterbewusst vor einer Szenerie, in der man vielleicht sich nicht wohlfühlt? Nee, ich habe, in dem Fall war es tatsächlich so, dass diese G-Funk-Beats, die ich, also ich habe ja meine erste EP und auch der Song mit Jonas, das war ja alles so ein bisschen G-Funky, aber aus meiner Sicht nicht gut genug. Es war einfach so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht das Rezept hatte für coolen Sound, der irgendwie massentauglicher ist, aber trotzdem irgendwie diese Hip-Hop-Färbung auf eine authentische Art und Weise hat. Und diese, deswegen mag ich auch diesen Kurzzeit-Song nicht mehr so, weißt du, weil es ist... Bro, mach mich nicht fertig, mag den mal wieder, Alter. Ich mag ihn wieder, ja. Nee, aber... Ja, ich kann, die Argumente sind da. Ja, Bong, so. Magst du Kurzzeit? Siehst okay. Du. Jace, kennst du Kurzzeit? Ja, magst du auch? Ich komm ein bisschen miteinander, aber ich gestern alles ungefähr. Oh. Er ist einmal komplett durch seine ganze Diskografie gegangen. Mein Beileid. Nee, aber weil ich halt der Meinung war, so, das wird der anders, das wird der Kunst nicht gerecht. Ich konnte halt irgendwie, das wäre zum Beispiel eine Beleidigung vor dem, was da gewesen wäre, finde ich. Also wenn ich halt irgendwie jetzt einfach so auf Goodwill einfach so, ja okay, ich mach's ein bisschen poppiger, ein bisschen cheesiger und so Bubblegum-Pop-Rap kann ja auch übelst geil sein. So, das kann ja auch übelst geil sein. Das geht so, gerade diese ganzen, jetzt schweifen wir wieder ab, diese ganzen Pharrell-Sachen und so, da sind ja geile Bubblegummige Sachen, weil die trotzdem Taste haben. Ja, so. Also guck mal, also springe ich mal, boah, Dicker, das fällt mir gerade bewusst, fast 25 Jahre zurück auf der Zeitachse. Ja. Alter Schwede, boah, was machen wir hier? Aber ich kann mich genau noch an den Moment erinnern, wo die Beginner Babule rausgebracht haben, vor diesem Album, Platin Martin, der für die meisten, jetzt wird es auch nerdig, für die meisten in der Zeit der beste Rapper der Crew war, ausgestiegen ist, weil er in diese Kommerzialisierung nicht mit wollte. Ja. Und dieses Album ja einfach redet über die Texte und was ihr wollt. Aber in der Machart ein Epizentrum war für das, was danach einfach mit Deutschland in diesem Land passiert ist. Mhm. Und sie haben sich bewusst dafür entschieden, das alles ein bisschen, deswegen finde ich Bubble ganz gut, Bubble-artiger zu machen, eingängiger. Und deswegen rappen auch 25 Jahre später alle noch immer die gleichen Texte und freuen sich, wenn Hammer hart kommt und so weiter und so fort. Und egal ob in Stuttgart, Wanne Eickel, Hamburg oder irgendwo. Und witziges Beispiel, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich hatte dann ja tatsächlich die Chance, letzten Sommer genau das aus erster Reihe zu sehen, als er mich halt mit auf Tour genommen hat. Ja. So. Zu alt zu sehen, okay, wow, da können sich gerade so viele Generationen darauf einigen, was da gerade passiert. Also ne, natürlich war es eine Jan-Delay-Show, aber natürlich hatten die halt auch ihre Sets mit Dings und bla. Und ich hatte so ein Bit auf der Bühne. Ich habe eine MPC mitgenommen oder beziehungsweise einen Controller, habe das Original-Sample von Füchse genommen, habe den Beat live auf der Bühne nachgebaut und habe dann eigene Strophen, Kurzzeitstrophen übrigens, über den Füchse-Beat gerappt. Ich sag dir am Ende des Interviews, dass du wieder ein Kurzzeit nach Hause kommst. wie ich dann halt in Realtime diesen Füchse-Beat nachgebaut habe und so und dann darauf eigene Strophen gerappt haben. Auf der einen Seite war halt krass, weil die Leute haben das gar nicht verstanden, was ich da gerade mache. Ja, also als du im Moment gesagt hast, ich habe einen MPC auf die Bühne gerufen, war mir klar, dass keiner kapiert, was du da machst. Ich habe es ein bisschen für die Gunst von Jan und Tropf gemacht, sag ich dir ehrlich. Ja, das ist auch genau das. Ist auch, ich weiß jetzt schon, wie Tropf hinten stand und gesagt hat, wow! Weißt du, was das Krasse an Tropf ist? Der Typ ist ja einer der besten Live-Mischer. Ne? Ja. Der ist ja unfassbar. Also der war ja, also über eine Dekade haben ja Leute quasi Touren verschoben, damit es in seinen Terminkalender passt. Ey, und deswegen ganz liebe Grüße an Kaspar. Wir spielen die erste Show. Ich mache das mit der MPC und bla bla bla. Und er kommt einfach an und sagt so, ey, ich bin Kaspar und so. Und ich so, Dicker, ich bin Fan, weil ich weiß nicht, ob du diese Atari-Juana-Platte kennst. Ja, klar. Verrückt so. Bestes Producer-Album, finde ich, ever. Und er sagt so, es wäre mir eine Freude, wenn ich deinen Sound auf der Tour auch machen könnte. Und mein erster Gedanke war so, Dicker, wie soll ich das? Ich kann jetzt keinen Kredit aufnehmen, so, weißt du? Er so, nee, so, ey, finde ich geil und so, weißt du? Und wir haben auf dem Album zum Beispiel, ist ein Song Hood Morning. Ich hatte den Beat schon. Schöne Grüße an Tacho, der auch Mindener, der den Beat gemacht hat. Und
wir brauchten halt auf dieser Jan Delay Tour, ich war halt so mit meinem nerdigen Hip-Hop-Kram und so, und ich war so, okay, ich brauche irgendwie ein Ding, wo die Leute mitmachen können. Und dann habe ich auf der Tour diesen Song geschrieben. Dann sind wir beim Soundcheck morgens auf irgendeinem krassen Festivalgelände, ich glaube bei Kassel irgendwo. Und weißt du, was Tropf gemacht hat? Wir haben diesen Song einfach live über das FOH gemischt. Tropf so, ja, dann komm mit deinem Laptop mal her. Ich mache die ganzen Spuren auf, mache das Ableton-Projekt auf und wir mischen diesen Song auf dem leeren Festivalgelände über diese riesigen Boxen. Und ich war so, okay, Stichwort Bucketlist. Ne? Ey, ich war so, was passiert denn hier gerade, Alter? Ja, geil. Weißt du, dann sind wir so, Backstage gelaufen und dann so, darfst Jan noch nichts sagen, ich will ihm das sagen. Und so, dann haben wir das Jan erzählt, der ist so, okay, wie krass ist das denn bitte? Das ist mega. Aber Stichwort Jan und alle anderen Lieblingsrapper, ja, die auf deiner Bucketliste stehen und standen, die es geschafft haben. Was sagen die dir denn für deine Karriere? Boah, verschieden. Verschieden. Also man muss ehrlicherweise, fairerweise sagen, dass viele halt auch dann halt auch oft diesen zweiten Weg irgendwie auch mit erwähnen und sagen so, ey, guck mal, du hast scheinbar ein Talent in vielerlei Hinsicht. Für dich ist es halt ein easy Ding, deine Kohle damit zu machen, dass du halt die Hits schreibst für andere. Ja. So, auf jeden Fall. Und das ist auch eine Sache, die mir auch Spaß macht und die auch cool ist. Dann gab es zum Beispiel ja, wie gesagt, Mike, also Curse, der halt gesagt hat, so ey, du kannst dieses Album auch machen und so weiter und so fort. Aber an sich ist es halt schon, die wissen ja auch schon, dass es sperriger ist und dass es irgendwie unzugänglicher ist. Und natürlich feiern die, es liegt ja in der Natur der Sache, dass gefühlt 50% aller Instagram-Accounts, die mir folgen, einen blauen Haken haben. Weil die sind ja nur da, wo sie sind, weil sie sich mit dem Ganzen auseinandergesetzt haben. Ja. Und da kommt jemand auf so einem kleinen Level, der aber auf einmal dieses ganze Game schon durchgespielt hat und auf einmal irgendwie so alles irgendwie peilt und diese ganzen, also quasi nur auf Metaebene, nur auf Subtext und nur auf Referenzen funktioniert. Das meinte ich vorhin, ne? Dass es halt irgendwie wirkt wie, okay, da ist jetzt einfach ein Insider. Da ist jetzt einfach ein krasser Insider-Gag oder ein Insider-Produkt für uns irgendwie, was nur für uns ist. Und so viel zu meiner Karriere prognostizieren die mir ja jetzt auch nicht. Ja, ich denke mir eher nur, dass da vielleicht der eine oder andere Tipp mal sein kann oder du selber mal darauf guckst, wie sie es machen. Ja. Weil es ja der eigene Anspruch dann vielleicht schon ist, die Musik groß zu machen. Du hast hier auf der anderen Seite aber auch, keine Ahnung, also ich finde zum Beispiel, Last Unlimited ist ein super Beispiel und ich habe schon im anderen Interview mal über ihn gesprochen. Liebe Grüße. Beste Grüße. Ich finde auch ein Musterbeispiel dafür, wie krass gut du in etwas sein kannst und wie es trotzdem nicht durchgestochen ist zu der breiteren Masse. Ja. Was immer auch an dir selber liegt. Ja, klar. An dem Momentum. Und, Zitat Lars, daran, dass Deutschland keinen Geschmack hat. Und dann komme ich nämlich zu dir. Hast du auch, also du scheinst ja auch mit dem Bewusstsein zu leben, dass, Zitat, Deutschland keinen Geschmack hat. Ja. Und du dann halt, also lieber den Nerd-Style-Tod stirbst, als dass du versuchst, dich denen anzupassen und möglich zu machen, was sie wollen. Also lass uns da gerne in 2 Jahren nochmal drüber reden, weil jetzt kann ich natürlich große Reden schwingen und sagen, ja gut, ich habe jetzt dieses Album bewusst gemacht und habe bewusst noch einmal das, was ich jetzt schon mit meinen EPs gemacht habe, einmal nochmal konserviert, als hier habt ihr ein krasses Rap-Album, was ich euch jetzt vor die Füße schmeiße. Und alle Puristen und alle Leute, die es irgendwie krass finden, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon hoch müssen, aber wir gehen im Zweifel einfach nochmal eine weiter, würde ich sagen. Ja. Und alle Puristen, bitte geilt euch dran auf und checkt die Referenzen und checkt die Soundwelten und oh mein Gott. Aber der Plan ist natürlich jetzt auch schon durch das, was ich jetzt irgendwie neu gelernt habe, auch durch Songwriting für andere und halt auch irgendwie selber zu gucken, was funktioniert und was nicht. Das nächste Projekt habe ich jetzt angefangen. Es ist ja schon geil, wenn man es irgendwann schafft mit etwas, was Stil hat, wo man die richtigen Elemente pickt und die Leute feiern es. Also dann dieses Momentum zu schaffen. Das ist ja ehrlicherweise den Traum, den hat ja jeder. Genau. Wir waren bei den Beginnern, wir waren bei Sido. Wir waren bei Casper Materi, wir waren bei The Crow. Alles ist krass, aber Haftbefehl, aber es ist auch Momentum. Es ist Momentum, genau. Wir beide kennen alle 3 Rapper oder Rapperinnen, was auch immer, die vorher da waren und die dir glaubhaft erklären können, dass sie damals schon krass waren, aber halt zu früh. Ja, da gibt's auch einige. Ja. Da gibt's auch Santino. da gibt's einige, ja, klar. Ja, genau. Genau. Kannst du dich davor schützen?
Nee, ich glaube nicht. Also ich kann am Ende des Tages ja auch nur das machen, worauf ich irgendwie Bock habe. Ja. Und mich challenge das halt auch immer krass. Also gerade jetzt für den nächsten Step irgendwie zu sagen, okay, was funktioniert, was ist irgendwie der Zeitgeist, was finde ich, aber ganz wichtig, was finde ich geil am Zeitgeist, was finde ich geil an dem, was funktioniert, wie kann ich das für mich flippen und wie kann ich das nächste Projekt so angehen, dass es halt mehr Leute hören. Weil das war, muss ich jetzt auch, ohne mich jetzt in Schutz zu nehmen, bei dem und bei den vorigen Projekten nicht das Ziel. Das Ziel war ja eigentlich, ich mache so ein krasses Rap-Album, dass alle in der Szene, die mich auf dem Schirm haben, wissen, Okay, der Typ ist unfickbar. So. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du alles kannst? Nein, ich kann gar nichts eigentlich. Ich kann gar nichts außer beobachten und mich fragen, warum ist das so? Ja, jetzt ist das ein bisschen Quatsch. Du hast ja schon selbstbewusst in der Sache gegenüber. Ich kann gut schreiben, aber ich kann Samples auswählen und kann die choppen, kann mir gute Drums raussuchen und die drunter packen. Dann brauche ich jemanden, wo ich sage, spiel das so und so. Ich bin nicht krass. Ich kann auch nicht krass singen. Aber du hast schon versucht, dir die komplette Nahrungskette aufzuspielen, also bis hin zum Mastering, quasi überall Erfahrungen zu sammeln, um die ganze Nahrungskette zumindest zu verstehen. Naja, klar. Weil ja, am Ende des so Tages... So selbstverständlich ist das nicht. Ey, aber für mich ist es, für mich, ich würde Existenzängste des Grauens bekommen, wenn ich wissen würde, dass ich im Rausbringen von Musik abhängig von anderen Leuten bin. So, natürlich, ich habe jetzt gelernt, okay, wie krass kann ein Produkt werden, wie krass besser kann man Sachen arbeiten, wenn man ein Team hat, auf jeden Fall. Aber für mich ist es super wichtig, dass ich im Zweifel ein 20-Euro MIDI-Keyboard habe, einen 100-Euro Laptop habe und ich kann einen Song machen und kann den rausbringen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und dann ist erstmal so, und der Rest ist so Bonus. Und deswegen musste ich mir das alles beibringen. Und ich habe es mir alles beigebracht, weil ich niemanden hatte. Weil ich hier alleine saß und, okay, was ist Mixing, was ist Mastering, wie recorde ich was? Das habe ich mir auch alles über YouTube-Tutorials beigebracht. Ich finde das halt auch bei dem Sound, um den es vielleicht auch gerade geht, auch total spannend, dass wenn man, sagen wir mal, ich formuliere es mal so, szeneintern und vielleicht mit einem Zugang, sowas wie Griselda schon ein paar Tage mitgekriegt haben kann und auf irgendwo der Zeitachse eingestiegen sein und dann fühlen und feiern und auch merken, dass in den USA die mit diesem neuen Wu-Tang-Status da im Prinzip auch schon das Game einmal durchgespielt haben, weil alle sie lieben und feiern. Und aber so. Hier werden die Ton abgesagt, ne? Ja, und der Sound ist nichts für Deutschland. Nein, überhaupt nicht. Und zum Beispiel, ehrlicherweise muss ich auch sagen, mit dem, wie ich auch vor ein paar Jahren mal, war ich eine Woche auf so einer Produktion in London, dann war ich da, habe ich ein bisschen off, immer mit so einem E-Bike langgefahren, habe dann Drill gehört und habe es dann verstanden und alles, was ich vorher gehört habe, war so, ja, okay, ich verstehe, aber nee, da habe ich es gefühlt und bin dann wieder hergekommen und habe mir gemerkt, aber wenn du mir hier aus welchem Stadtstädtchen auch immer, nur nee. Nein, da fehlt was. Wie? Lass uns mal hier lang gehen. Hier runter, oder? Ja. Okay. Wie regelst du das für dich? Weil du bist ja schon, du hast jetzt auch Griselda hier schon dreimal erwähnt. Das heißt, wir wissen, wie hart du das feierst. Mhm. Aber du hast ja dann offensichtlich auch das Bewusstsein, du kannst jetzt nicht hier, keine Ahnung, Benny the Butcher aus Minden machen. Nee, das habe ich jetzt erst vor kurzem verstanden. Ich habe einfach sehr lange gebraucht. Ich war ganz lange auf meinem Film von, nee, das muss so funktionieren und OG Kimo gibt es auch, und weil der ist für mich der größte deutsche Rapper und der macht das halt auch so und der funktioniert ja auch, wobei ja eigentlich, wenn man das danach messen würde, müsste er der erfolgreichste deutsche Rapper sein, wenn du mich fragst. Ja. Und da klappt es ja auch irgendwie und ich hatte zu krasse Scheuklappen auf ganz lange. Ich hab das für mich gar nicht geregelt, ich habe sogar ausgeblendet. Ich habe gedacht, das funktioniert und das wäre eine Möglichkeit, tatsächlich. Also ich habe es einfach schlichtweg nicht gesehen. Und mit diesem nerdigen Bewusstsein darüber, wie machst du dann deine Musik? Warum klingt dieses Album dann so, wie es jetzt klingt? Weil, naja, es war so ein bisschen, ich will nicht sagen Kompromiss, aber es war zum ersten Mal, dass ich jetzt gesagt habe, okay, guck mal, ich habe ja jeden Song, ich habe ja die meisten Songs selber produziert und ich habe bei keinem Song nicht Hands-on gehabt. Ja. Aber ich habe viel mehr gesagt, so, ey Leute, ich dick jetzt irgendwelche Samples, die mir irgendwie ein Gefühl geben, oder spiele irgendwelche dilettantischen Noten auf dem Keyboard ein und habe das dann halt ausproduzieren lassen.
und hatte halt so ein bisschen diesen Approach von, wie soll ich sagen, also so dieses Ding von so, ey, ihr wisst, glaube ich, besser, was in Deutschland verstanden werden kann, als ich es kann. Weil mein Bild ist komplett verwässert. Für mich ist ja wirklich so, ich bin ja empört, wenn ich auf eine Hip-Hop-Jam gehe und jemand kennt Larry June nicht. So, weißt du, ich bin so, wie kann das sein? Wie, du hast die Domo Genesis Alchemist-Platte nicht gehört? Das, so. Und deswegen habe ich halt gelernt jetzt mit diesem Album, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Über Musik, über gut gemachte Hip-Hop-Musik in Deutschland weiß ich streng genommen nichts. So. Und, aber du hast ja trotzdem diese Sachen drauf. Also ich habe ja trotzdem diesen Air Force aus Glas-Song drauf, ja. Der ja einfach, hey, so weil ich Bock drauf hatte. Keine Drums, irgendwelche perkussiven Elemente, aber eigentlich nur ein 80 BPM Soul Loop so und dann einfach drüber gerappt. Aber dann halt irgendwie zu merken, so ey, guck mal, ich liebe TLC, ich mag R&B-Dinger und so und dieses Ding mit Nessie zum Beispiel, klingt ja anders als Benny the Butcher. Ja. Das klingt ja dann wirklich eher so wie TLC featuring J. Cole oder so. Ja, was wahrscheinlich auch immer noch zu sperrig für Deutschland ist, aber für mich ein erster, das ist für mich so der beste Schritt oder das beste Beispiel für, ich gucke mal, ich bewege mich mal in eine Richtung, die ich selber auch geil finde, die aber auch irgendwie Abnehmer finden kann, die aber auch irgendwie besser zu, also nicht Abnehmer, aber so zugänglicher sein kann für Deutschland. Weil das ist es nun mal mehr als 70 BPM Drumless Beats. Ja. So, und das macht mir auch Spaß, weil ich bin ja auch, ich höre ja alles an Mucke. Ich höre ja auch voll viel guten Pop. So. Und deswegen klingt es, glaube ich, so, wie es klingt. Und weil ich halt, wie du anfangs gesagt hast, ein Album machen wollte. Weil ich halt einfach ein Album machen wollte. Da ist ein, thematisch gibt es irgendwie einen roten Faden mehr oder weniger. Und soundmäßig ist es mir auch wichtig, dass da dieser letzte Reihe-Song, wo es auch um diese Air Force von Savage geht und so, das ist so ein Memphis-Bounce-Ding. Das war mir wichtig, da irgendwie alles drauf zu haben und das irgendwie alles in so einen Kontext zu bringen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. Nee, ja, ehrlicherweise voll, weil ich finde, wenn du dich drauf einlässt, kriegst du krass viel und kannst krass viel finden, wenn man dir zuhört und dem Gesamtkunstwerk zuhört. Ich habe so ein bisschen nach den Momenten gesucht, die mir einfach nur helfen, dich in der Playlist cool zu finden. Die kommen auf dem nächsten Album. Ja. Ja, es kommt auch auf an, in welcher Playlist. Also in Modus Mio wirst du mich nie hören können. Also will ich auch. Also was heißt will ich auch nicht? Aber hey, das ist halt wirklich handwerklich schlecht gemachte Musik. Oft. Also oft. Ne? Da gibt es halt immer irgendwie positive Ausreißer. Aber, und da möchte ich jetzt auch nicht klingen wie der alte Dogmatiker. Ich meine gar nicht, dass es irgendwie zu modern oder zu irgendwas. Aber in dem, was es sein soll, vergleich das mal mit dem Status Quo in Amerika. Vergleich das mal mit Boy Wonder oder auch mit einem OZ, um im deutschsprachigen. Das ist alles wack gemacht. Das ist nicht gut. Das ist wirklich einfach nicht gut. So, und es gibt ein paar Ausnahmen, wo auch irgendwie der Rapper irgendwie krass dasteht, so ein Luciano, Apache. Das ist alles, das ist geil, das sind Ausnahmen so, ne? Aber du wirst mich, glaube ich, niemals Sound machen hören, der da reinpasst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Einfach weil, also dann wirklich, dann hörst du mich eher im Hitradio Antenne neben Mark Forster. Da hörst du mich, glaube ich, eher. Weil das ist wenigstens. In den Credits wahrscheinlich sogar. Beides. <Ja. lacht> Genau, und danach hörst du dann vielleicht einen Song von mir, wo ich dann irgendwie. Guck mal, in Amerika, Dicker, Bruno Mars. Wie krass ist er? Weißt du, wie, und ne, diese Kultur haben wir nicht, deswegen muss man irgendwie gucken, wo wäre ein deutsches Pendant dazu. Aber da sagst du auch was sehr Schlaues, weil wir in Deutschland. Ich will nicht immer dieses wie in Deutschland scheiße, aber es ist ja, immer so. Es ist halt aber auch so. Der, sagen wir so, der Popmarkt funktioniert natürlich nach dem, es ist ein Angebot-Nachfrage-Prinzip, wenn ich hier drüben auf das Restaurant mit dem Biergarten im Hintergrund blicke, ja. Wo bestimmt ein Oktoberfest gefeiert wird. Ja. Und dem Bewusstsein darüber, und Bong läuft gegen die Laterne, Bob, weil keiner auf ihn aufpasst, in dem Bewusstsein darüber, dass halt das, also das ist die Mucke, die Leute haben wollen. Ja, aber mache ich nicht, weil die Mucke kommt von den Nazis, Dicker. Also entschuldige mal. Da sind wir dann ja in den 30er Jahren, wo die Leute die Swing-Bewegung verboten haben und so. Das ist einfach straight up, das ist halt Marschmusik. Ja. Das mache ich nicht. Ich mache bei aller Liebe. Funktioniert nicht. Und dann sind wir nämlich dabei, dass wenn du amerikanische Popmusik benutzt. Bist du bei Soul. Ja, genau. Und dann bist du auch bei 70 BPM Drumless Beats. Und bei Artists,
die einfach so krass sind. Also, ja, also ich sag jetzt mal selbst, aber ich habe mir, warum auch immer, in einer Nacht habe ich mir Ariana Grande TikTok-Videos angeguckt. Wie krass ist sie bitte? Du könntest aus einem bestimmten Blickwinkel sagen, ich glaube, kommt hier aus so einer, kommt die nicht aus einer Disney? Also jetzt bin ich jetzt das dünnes Eis. Ja, ja, sorry, Leute. So eine Nickelodeon. Ja, genau. Ne? Genau, ja. Also eigentlich daher und so. Aber die ist einfach, die ist einfach so in allem. So, es ist so krass. Die ist eine der besten Sängerinnen, die es aktuell gibt wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, genau, genau. Und da kannst du einfach nichts gegen sagen. So. Und das ist doch der Grund, warum sich dann da A und B miteinander paaren können und dann krasse Mucke draus wird. Wie es vor Jahren auch ein Justin Timberlake gemacht hat mit einem Timberland und dafür und gesorgt hat, dass er einen Sound, Pharrell und Sound verändert hat und so. Genau. Ist dann Deutschland überhaupt das richtige Land? Also ich meine, wenn Minden nicht die richtige Stadt für Shogun war, ist dann Deutschland überhaupt das richtige Land für Shogun? Oder musst du dann doch den Weg gehen, in die zweite Reihe, sagen, okay, ich weiß es alles besser als ihr Wichser hier mit euren Biergärten? Ja, das wäre eine sehr einfache Ausrede, ne? Es wäre ein sehr einfacher Exit irgendwie. Ja. Also, ja gut, im Zweifel vielleicht auch der Schlaue fürs Konto. Ja. Aber der Schmerzhafte für die Seele. Also seitdem ich halt so ein bisschen in diesem Songwriting-Ding irgendwie so reingedippt habe, lässt es mich bei meinem Artist-Projekt Shogun halt ein bisschen lockerer sein. So, und lässt mich halt wieder dann doch ein bisschen mehr... Heißt locker auch besser sein? Für mich ja. Aber nicht besser fürs Konto. Nicht, ja, besser, okay, für Deutschland. Ja, ja. So, das auf jeden Fall nicht. Obwohl ich sehr, sehr viel lerne und sehr, sehr viele Techniken und Mechanismen irgendwie lerne, wie ich mir auch die Visionen schaffen kann von einem, ey, es gibt Stadtaffe. Ja. Es gibt Stadtaffe. Unfuckable Album. Und das sind solche Momente. Weißt du, das sind so Alben, wo man sich denkt, okay, es funktioniert. Es kann klappen. Und das sind auch diese Sachen, die mich irgendwie mit meinem Artist-Projekt irgendwie am Leben halten. Dass ich irgendwie sage, okay, nein, es muss funktionieren, es gibt es. Es wurde schon mal vorgemacht. So, ne? Auch erfolgsmäßig. Stadtaffe ist ja, glaube ich, eines der bestverkauftesten Alben ever. Ich glaube, also dem Subgenre zugehörig, das. Und dann gehe ich, und ich bin auch so ein Reddit-Nerd-Atze. Und dann gehst du in diese Reddit-Foren und alle so, Peter Fox ist kein Hip-Hop. Ich denke so, Dicker, seid doch froh, dass es Hip-Hop ist, Alter. Seid doch froh drum. Ja. Genau, aber um zurückzukommen, stimmt, das ist. Stimmt, lustige so, Diskussion, ja, genau. Ja, so, aber natürlich ist es Rap, natürlich ist es ein Rap-Album, Alter. Natürlich, was glaubst du? Genau. Aber das sind so diese Sachen, die mir dann irgendwie so, okay, es muss eine Blaupause geben, es gibt einen Zugang, das liegt da irgendwo, ich muss es halt nur irgendwie finden. Und ich bin vollkommen cool damit, in den nächsten Steps diesen Schritt zu gehen, irgendwie zu sagen, okay, ich probiere es ein bisschen verständlicher, ein bisschen weniger Code, Code ist es immer, aber ein bisschen weniger nerdy, ein bisschen zugänglicher zu machen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, das wird sich dann zeigen. Und ganz ehrlich, Ich glaube, ich möchte das gar nicht. Weil auch diese schöne Runde hier durch Bären campen, ja, mit dir hat mich noch einmal mehr darin bestätigt, dass ich das, was ich in dir gesehen habe, dass ich das sehe und dass ich das genau dafür schätze. Und das darf sich nicht verlieren daran, dass du anfängst, dir... Nein. Das kann ich auch nicht. So weit kann ich diesen Schritt gar nicht gehen. Ich meine ja auch, wenn ich davon rede, dass irgendwie ich den Schritt in die lockerere oder in die zugängliche Richtung gehe, dann reden wir von, für mich ist es ein sehr großer Schritt. Aber für die Leute da draußen, was sie dann hören, es wird immer noch ein Rap-Album sein. Es wird immer noch irgendwelche High-Pitch-Sample-Beats geben, aber vielleicht ein bisschen pointierter gechoppt, ein bisschen mehr auf Hit gechoppt, ein bisschen bounciger, weißt du, so. Da draußen, ey, aber das ist keiner peilen. Weißt du, was da noch total geil ist? Dass in den USA es ja auch selber sich irgendwann so selbstverständlich anfühlt, dass es halt einfach, ey, Digga, bis Anfang der 90er war es ja im Prinzip schon so, dass die ganzen US-Rap-Größen, die für den Hip-Hop-Untergrund in Deutschland in den 90ern einfach die Stars waren, das waren einfach Weltstars auf der ganzen Welt. Ja. So, Mobb Deep ist kein Untergrund. Nein. Mobb Deep ist, eine Weltbewegung auch schon. Weltbewegung, fast. Genau. Ja. Aber in Deutschland haben sich das die Hip-Hopper in den Rucksack genommen, ja, und sind in den Keller gegangen und gesagt, hey, das ist real, Digga. Und das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich die treffe und denke so, ja, Digga, du warst einfach in 268 Ländern in der Welt und überall hast du die Arme und alle Schuckmanns partout, weil sie halt irgendwo an der Stelle schlau, ja, dieses kleine bisschen mehr damit reingekippt haben. Und genau, gut gesagt.
Genau das ist es. Ja. Genau das ist es. Immer diesen bisschen Spice und so. Und ich glaube, wie gesagt, also das, wovon ich die ganze Zeit versuche zu reden, diese Ausrede, die ich die ganze Zeit habe, zu sagen, ja, nächstes Mal gehe ich diesen Schritt ein bisschen mehr noch und ein bisschen weniger. Am Ende des Tages, selbst das werden diese ganzen Real-Keeper-Heads immer noch sagen, ja, okay, ist einer von uns. Ich kann nicht ohne. Ja. Es geht nicht. Also es funktioniert nicht. Du bist einer von uns. Wann kommt das Album? 7.7. 7.7. Hört es euch an, ihr wisst, das ist ein Meisterwerk. Tour-Tickets gibt es jetzt auch. Oh, die Tour gibt's auch? Ja, wir haben letzte Woche die Tour announced. Und? 4 Städte, Hamburg ist Abschluss. Seid herzlich eingeladen. Wann? 30.06. sind in Hamburg. Morgen schreibe ich mir einen Terminkalender. Und ihr kommt vorbei. Tschüss. Peace. Backspin.